da sind wir wieder. Jetzt geht's zur Gewinnspielauslosung und ich bin schwer begeistert. Und zwar haben diesmal 115 Leute mitgemacht. Ich zeige euch wieder, wer mit im Lostopf ist. Ja. Und wieder gilt, wenn ihr nicht mit auf der Liste steht, seid ihr kein sichtbarer Abonnent meines Kanals. Es waren diesmal viele Leute dabei, die kein Däumchen von mir bekommen haben. Darum sage ich das immer dazu. Ihr müsst das schon selber irgendwie kontrollieren. Ich kann nicht jedem immer was dazu schreiben. Das ist einfach ziemlich zeitaufwendig. Ich gucke das schon immer wieder nach, falls ihr das umgestellt habt. Das hatte ich euch ja auch gesagt. Und ja, es tut mir auch leid, aber ich gebe euch ja schon quasi immer auch das Video an die Hand, wie ihr das kontrollieren könnt, wie ihr das einstellen könnt. Es gibt super viele Videos, wie man das umstellt, dass euer Abo sichtbar ist. Und ja, es ist halt so, ne? Was soll ich dazu sagen? Darum betone ich das ja auch immer wieder, dass ihr ein Herzchen und ein Däumchen von mir bekommen müsst. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr leider an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen, weil ich die Gewinnspiele grundsätzlich nur für meine Abonnenten mache. Und wenn ich das nicht sehen kann, dann kann ich halt auch wirklich nicht wissen, ob ihr Abonnenten seid. Bei manchen Leuten weiß ich, dass die immer meine Videos gucken. Ja, 115. Aber wenn die ihr Abo nicht auf sichtbar haben, dann kommen auch die nicht in den Lostopf, weil das einfach unfair ist gegenüber den anderen Leuten. Ich bin da immer sehr fair. So, und wie ihr seht, ich habe heute zwei. Also mein Hündchen ist auch wieder dabei. Das rosane ist Thema Weihnachten, das weiße ist Thema Winter. Es hat einfach nicht alles da reingepasst. Ich habe schon zwei verschiedene Zettelfarben genommen, aber ich musste tatsächlich noch so ein Körbchen dazu nehmen. Und die Pakete sind schon soweit gepackt. Ich fange jetzt einfach an zu ziehen. Ich fange mal mit dem Thema Weihnachten an. Schön die Ärmel hoch, damit sich da nicht wieder ein Zettelchen versteckt. So, ich gucke mich hin und nehme jetzt einfach mal diesen. So, das Päckchen zum Thema Weihnachten hat gewonnen. Manu Mave, herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du hast gewonnen und bitte schick mir doch eine E-Mail mit deiner Adresse, damit das Päckchen auch auf die Reise gehen kann. Ich hoffe, du freust dich. Herzlichen Glückwunsch! Wuhu! So, das war Thema Weihnachten. Jetzt kommt Thema Winter. Und ich muss sagen, ich habe das nicht gedacht. Ich hatte ja Winter so als Ausweichthema genommen, aber viele von euch haben sich tatsächlich für Winter entschieden. Ja. Warum auch nicht, ne? Ich würde mich auch für Winter entscheiden, weil ich bei Weihnachten immer sehr kritisch bin. So, ich gucke wieder nicht hin und wühle ein bisschen. Und nehme diesen. Also, das Päckchen zum Thema Winter hat gewonnen. Shari Black. Auch dir herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ihr zwei seid die Gewinner von den Überraschungspäckchen, wo schöne Sachen drin sind, wo auch was Selbstgebasteltes von mir drin sind, was ich, glaube ich, gut, also was ich finde, dass man gut gebrauchen kann. Sprachstörung hoch 3000. Ich gratuliere euch. Ihr habt eine Woche Zeit, also bis nächste Woche Donnerstag, mir eure Adresse zu schicken. Und weil ich euch beide natürlich nicht kenne, bräuchte ich auch irgendwie einen Nachweis, dass ihr über 18 seid. E-Mail-Adresse findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich gratuliere euch von Herzen und sollten die zwei oder einer von den beiden sich nicht bis nächste Woche Donnerstag gemeldet haben, mache ich dann nochmal eine neue Auslosung. Ich behalte die Zettel immer, bis ich die Adressen habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich hoffe, die zwei freuen sich und die anderen seid nicht traurig. Ihr wisst, es kommt immer wieder irgendwie mal ein Gewinnspiel. Und ich freue mich auf jeden Fall, ich habe mich tierisch über die ganzen Kommentare gefreut. Und ich kann es kaum glauben, dass ich wirklich schon über ein Jahr YouTube mache. Das ist verflogen wie sonst irgendwie was. Das ist echt unglaublich. Ich bedanke mich natürlich bei all meinen Abonnenten. Ja, nur wenn ich jedem was schicken würde, ne?
Ich bin jetzt, glaube ich, bei 1200. Das wäre ein bisschen teuer. Kann ich mir noch nicht leisten. So, ihr Süßen, dann habt heute Abend viel Spaß beim Feiern. Falls ihr das Video später seht, hoffe ich, dass ihr eine schöne Halloween-Feier hattet oder einen gemütlichen Abend und einen schönen Feiertag, je nachdem. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall am 1. wieder, natürlich zu dem Unboxing vom neuen Alexandra-Renke-Paket. Ich bin schon ziemlich gespannt, was ihr sagen werdet. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ja, schauen wir mal, ne, was da so drin ist. So, ihr Süßen, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.